Leute, willkommen auf Gridos Kanal. Ja, Nerdmaster ist gerade weggereist und ich übernehme jetzt diesen Kanal. Nein, nein, Leute, ich bin weiterhin noch hier. Ja, ich habe mir den Grido gekauft auf der Messe, auf der Comic-Con. War ein Schnäppchen, musste auf jeden Fall mit. Ja, und ihr seid bestimmt verwundert, das Ding ist ausgepackt. Ja, ich wollte euch eigentlich zeigen, wie ich das Ding auspacke. Aber leider ist das Video nichts geworden und da muss ich das nochmal neu drehen. Aber die Verpackung zeige ich euch trotzdem, auf jeden Fall. So, dann zeige ich euch erstmal die Verpackung, bevor wir näher auf die Figur eingehen. Das ist die Star Wars Serie The Power of the Forces, ist aus den 90ern bzw. von 1999. Und hier habt ihr dann mal die Figur drauf. Ich finde, die hat hier so einen Grauton, aber ich meine, in meiner Jugend war der mehr grün. Ich kann mich aber auch irren. Ich hätte lieber den von 1977, aber der ist auch recht teuer. Ich muss mal gucken, vielleicht bekomme ich den nochmal lose. Muss ja nicht original verpackt sein. Einfach nur, um ihn zu haben, eine Erinnerung an die Jugend. Ich hatte die damals auch gehabt, die Star Wars Figuren. Aber leider hat meine Mutter die Star Wars Figuren weggegeben, damit andere Leute damit spielen können. Und da waren die Köpfe schon ab. Nein! Wenn ich die jetzt noch hätte, das waren die allerersten, würde ich mich schon riesig drüber freuen. Hier unten seht ihr so ein freies Fach. Da ist der Standby von dieser Figur. Und dieser Stand ist was Besonderes, weil da ist so eine Sprachschleife drauf gespeichert. Ja, dann zeige ich euch mal hier auf der Rückseite. Hier seht ihr das. Es ist kein Surfbrett oder so. Es ist nicht der, ja, der silberne Silversurfer. Es ist halt so ein Gerät. Da kommt das dann drauf und dann kommt halt der Ton. Hier dieses durchsichtige Plexiteil, das ist dann halt dieses Gerät, was sich dann verbindet. Ich weiß nicht, ob das über Bluetooth oder so geht, keine Ahnung, oder über Magneten, wie das funktioniert. Auf jeden Fall hört man dann den Ton, dass der irgendeinen Spruch sagt. Ich glaube, das ist dann auch auf Englisch. Hier unten seht ihr dann, dass die Figur von 1999 ist. Und hier unten sind dann auch noch so Punkte drauf, die man sammeln konnte. Ich weiß nicht, was man dafür bekommen hat, wenn man alle zusammen hatte. Ja, aber die Aktion ist, glaube ich, schon etwas abgelaufen nach knapp 18 Jahren. Ich glaube, da bekomme ich nichts mehr. Vielleicht ist es ja dieses Gerät, was man dann bekommen hat. Das weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr das mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das wisst. Ja, auf jeden Fall zeige ich euch mal die Figur. Das ist die hier. Ist von Hasbro, wollte ich noch erwähnen. Kenner war da, glaube ich, schon außen vor zu der Zeit, 1999. Ja, hier habt ihr den guten Grido. Ich finde, der ist auch sehr hell geraten. Er ist so mehr ins Grau. Wie gesagt, ich hätte lieber einen mehr Grün gehabt. Aber da müsste ich den Film noch mal angucken, ob er wirklich so aussah. Ja, und hier sieht er dann halt, wie er so aussieht. Da hat er hier diesen Anzug an. Hier hat er eine Waffe, die kann man auch rausnehmen. Da seht ihr auch, der hat einen sehr langen Finger. Erinnert mich so ein bisschen an E.T., aber der hat allgemein sehr lange Finger. Kommt der Sache natürlich auch zugute zu dieser Waffe. Die könnt ihr dann halt, kann da besser drauf aufliegen. Also ideal für den gemacht. Der war, glaube ich, auch nur sehr kurz in dem ersten Teil zu sehen. War mehr so ein Nebendarsteller, aber ich fand den immer irgendwie gut. Weil er hat auch so ein bisschen was von diesen, ja, ich weiß nicht, sind das Affen, die mit diesen Glubschaugen? Und so ein bisschen was vom Ameisenbär. Auf jeden Fall ein cooler Charakter. Da hätte ich mir gewünscht, dass der dann halt auch mehr so in diesen Folgen auftaucht. Natürlich in diesem gelben Anzug. Das hat sowas echt 70er-mäßiges. Vielleicht gefällt mir das deshalb so gut. Die Arme könnt ihr hier gut bewegen. Allerdings, die sind jetzt hier so eingeknickt. Die kann man jetzt nicht gerade machen. Hier ist der andere Arm, der ist halt gerade, den könnt ihr dann auch bewegen. Dann habt ihr hier in der Hüfte Bewegung, das geht auch. Also könnt ihr sich dann auch um 180 Grad drehen. Nur der Kopf, der bewegt sich sehr wenig, recht schwach. Ja, dann haben wir hier die Beine, was hier noch Besonderes ist für Leute, die die Figuren nicht so kennen, weil die nur die ganz Neuen kennen. Die ganz Neuen haben hier dieses Gelenk nicht mehr. Demnach kann er sich zum Beispiel jetzt hinknien oder er kann halt so rennen, so laufen. Das kann man alles mit den anderen neuen Figuren leider nicht mehr machen. Die haben kein Kniegelenk mehr, was beweglich ist. Ja, da wurde dann halt ein bisschen eingespart bei Disney. Ja, auf jeden Fall gefällt mir die Figur sehr gut. Und das Besondere wirklich an der Figur ist dieser Stand. Da seht ihr auch ein kleines Bild von denen. Das finde ich schon mal sehr geil.
Da ist dann auch ein Chip drin und das Ganze in Plexi. Oh, in Plexi. Ich liebe ja Plexi. Das wisst ihr ja vielleicht, wenn ihr öfter meinen Kanal seht. Hier habt ihr auch noch so eine Öse. Ich weiß nicht, ob man das da irgendwo dann festschrauben kann, beziehungsweise könnt ihr euch um den Hals hängen. Dann haben wir hier unten noch auf der Rückseite ein bisschen Beschriftung stehen, ja, wie das so aussieht. Und da seht ihr da auch den Chip nochmal genauer. Wie gesagt, da braucht man noch so ein Gerät für. Aber was auch ein Vorteil ist, erstens, das sieht sehr cool aus mit dem Bild da drin. Vielleicht werde ich mir davon noch mehr besorgen. Und ihr habt hier so ein Pin. Und hier sind natürlich Löcher. Und wenn ihr das hier drauf steckt, hört, sieht schon sehr stramm, habt ihr natürlich auch einen guten Stand für die Figur. Weil ihr wisst ja hier, die ganzen Star Wars Figuren, die bleiben ja nicht so super stehen. Die kippen auch schon mal um und so habt ihr einen richtig guten Standfuß dafür, die man sich sonst irgendwie einzeln nachkaufen muss oder irgendwie was basteln muss und so weiter. Auf jeden Fall eine tolle Figur, die wollte ich euch noch kurz zeigen. Und leider konnte ich euch nicht zeigen, wie ich das Paket aufgerissen habe. Aber vielleicht kommt dann nochmal irgendwann eine. Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vielleicht lasst ihr mal einen Daumen da oder so. Würde mich freuen. Kriegt zwar kein Geld dafür, aber ich freue mich immer über die Resonanz. Okay, bis denn. Ciao.